Es ist nicht notwendig zu glauben, dass ein Kind, welches ein frisches Leben ist, grundlegend schlecht ist und dass man ihm verschiedene Moral und Werte, Ideen und Ideologien beibringen muss. Je härter wir unsere Wirtschaftsmaschinerie antreiben, desto mehr Zerstörung findet statt. Lasst uns unsere Kinder nicht unter die Räder eines solchen Gefährts setzen. Kinder wachsen durch Beobachtung und Involviertheit, nicht durch Belehrungen und Philosophien, die man ihnen vorsetzt. Wenn du ein Kind hast, ist alles, was du tun musst, eine liebevolle, unterstützende und belebende Atmosphäre zu schaffen. Es ist nicht notwendig zu glauben, dass ein Kind, welches ein frisches Leben ist, von Grund auf schlecht ist und dass man ihm verschiedene Moral und Werte, Ideen und Ideologien beibringen muss, um es gut zu machen. Nun, was wir verstehen müssen, ist, dass ein Kind, ob nun er oder sie, von Natur aus fröhlich und wohlauf ist. Aber sein Überlebensinstinkt ist stark und es wird auf Situationen in einer bestimmten Weise antworten. Eine sehr wichtige Sache, die alle Eltern tun sollten, ist, dass ihr dafür sorgt, dass euer Kind, bis es 18 Jahre alt wird, zu Hause eine Atmosphäre vorfindet, in der es nie zu spüren bekommt, was Furcht ist, was Angst ist, was Ärger ist, was Verbitterung ist, was Frustration ist. Ihr haltet einfach eine Atmosphäre aufrecht, sodass euer Haus voller Freude und liebevoller Atmosphäre ist. So könnt ihr sicher sein, dass es sehr gut aufwachsen wird. Nun, es gibt immer die Möglichkeit von äußeren Einflüssen. Aber wenn du zu Hause eine sehr wohltuende und wunderbare Atmosphäre aufrechterhältst, dann wirst du sehen, dass dies den größten Einfluss auf das Kind haben wird. Wenn von außen ein unangenehmer Einfluss auf ihn oder sie einwirkt, weiß er oder sie, ihn abzuschütteln, wenn die Atmosphäre zu Hause wohltuend und wunderbar ist. Das ist alles, was du mit deinem Kind tun musst. Stelle sicher, dass du ein ständiges Beispiel eines wunderbaren Lebens bist. Wenn du also ein Kind hast, dann ist das Wichtigste, du musst an dir selbst arbeiten. Bildung sollte ein Werkzeug sein, um die menschliche Wahrnehmung und das Bewusstsein zu erweitern. Nicht ein Werkzeug zur Herstellung von Rädchen für eine größere Maschine. Sind wir daran interessiert, wunderbare Menschen hervorzubringen? Oder sind wir nur daran interessiert, dass sie in die Wirtschaftsmaschine passen, die wir aufgebaut haben und die den ganzen Planeten zerstört? Je härter wir unsere Wirtschaftsmaschinerie antreiben, desto mehr Zerstörung findet statt. Wir alle wissen das. Unsere Wirtschaftsmaschine ist so eine Maschine, bei der wir alle das Gaspedal durchdrücken und Vollgas geben, aber niemand das Lenkrad hält. Lasst uns unsere Kinder nicht unter die Räder eines solchen Gefährts setzen, das einfach auf etwas zurast, ohne dass jemand die Kontrolle über das Lenkrad hat. Dies ist ein sehr guter Zeitpunkt, um die Art und Weise, wie wir Bildung angehen, zu überdenken. Bildung sollte auf jeden Fall zu höheren Ebenen der Wahrnehmung und zu einem bewussteren Dasein führen. Und vor allem sollte Bildung dem einzelnen Menschen erlauben, vor Menschlichkeit überzufließen. Wenn deine Menschlichkeit überfließt, kann dir das Göttliche nicht verwehrt werden. Wenn du ein Vorbild bist, zu dem es sich lohnt, aufzublicken, musst du nicht viel Erziehungsarbeit leisten. Kinder wachsen durch Beobachtung und Involviertheit, nicht durch Belehrungen und Philosophien, die man ihnen vorsetzt. Bitte gehe mit gutem Beispiel voran. Werde zu dem Menschen, den du dir für deine Kinder wünschst. Dann gibt es kaum etwas zu tun. In gewisser Weise musst du in ihren Augen ein Superstar werden. Dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wohin sie gehen und was sie tun werden, denn sie werden so sein wollen wie du. Das ist alles, was du tun musst.
Mach dich selbst so, dass Kinder so sein wollen wie du. Eine bedeutende Sache, die du für deine Kinder tun kannst, ist, etwas Zeit zu investieren, um sie in die Natur mitzunehmen. Was man zu Hause nicht vermitteln kann, was die Schule nicht vermitteln kann, was Lehrer und Eltern nicht können, das kann die Natur. Dies ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Kinder von verschiedenen Süchten fernzuhalten, die immer wieder in die Familien zu kommen drohen. Und vor allem wird einem Kind ganz natürlich ein gewisses Maß an Disziplin eingeprägt, wenn sie draußen in der Natur sind. Denn was dort funktioniert und was dort nicht funktioniert, ist ganz klar. Alle Eltern, diejenigen von euch, die sich in irgendeiner Weise dem verschrieben haben, eine bessere nächste Generation zu ermöglichen, als wir es sind, wenn ihr euch dem verschrieben habt, dann müsst ihr eine gewisse Zeit investieren, um eure Kinder in die Wälder, in die Berge, an die Flüsse oder ans Meer mitzunehmen, was auch immer sich euch bietet. Wenn du denkst, dass du nicht zu den Menschen gehörst, die einen großen Urlaub machen können, mach das nicht, denn irgendwo um deine Stadt gibt es einen kleinen Hügel, einen Haufen Felsen, irgendetwas. Lass sie querfeld einwandern. Das ist sehr, sehr wichtig, sowohl für deine körperliche als auch für deine geistige Gesundheit und vor allem für die bestmögliche Entwicklung des Kindes.